Sie haben das sicherlich schon mal erlebt. Sie haben was veröffentlicht und keine Sau liest das. Ja, dann ist tote Hose, genauso wie hier auf dem Parkplatz. Hier ist nichts los. So, und damit das jemand mitbekommt, muss man Werbung dafür machen. Und diese Werbung für Inhalte nennt sich Content Marketing. Und ein interessanter Kanal, so habe ich festgestellt, für Content Marketing ist tatsächlich Xing. Und wir wollen heute mal im Vlog bei Xing reinschauen, nämlich bei mir in den Kanal. Und ich möchte einfach zeigen, wie erfolgreich dort das Content Marketing sein kann. Sprechen wir heute über Xing und Content Marketing. Bringt das was? Die besten Geschichten schreibt immer noch der Alltag und so war es auch heute. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich demnächst eine Buchbesprechung auf YouTube bringe. Das wird die erste sein zu diesem Buch, aber das wird noch ein bisschen brauchen nach der Buchmesse. Dann wollte ich eigentlich heute erzählen, wie der Stand bei Steilvorlagen ist. Das machen wir morgen, weil ich heute einen interessanten Anruf bekommen habe von einem Kollegen, nämlich Tobias Brandt von der Firma Biazza. Und das war eine ganz einfache Frage, die er gestellt hat, nämlich, sag mal Michael, wie geht das eigentlich auf Xing, diese Links rein zu posten, die du da immer jeden Tag setzt? Kurzer Hintergrund für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, nämlich bis Ende des Jahres, bis zum 31.12.2017, jeden Tag einen Videobeitrag hier auf YouTube zu posten. Und das habe ich bislang durchgehalten. Das sind jetzt immerhin, sind wir mit dieser Ausgabe jetzt bei Nummer 34. Hurra, hurra. Und am nächsten Tag, also meistens werden die abends immer fertig, die Beiträge nach dem Schnitt etc. pp. Am nächsten Tag gehen die dann auch als kurze Meldung auf Xing als Posting. Und das wird der Kollege Tobias Brandt mit Sicherheit gesehen haben. Und daraufhin hat er mich eben angesprochen auf diese Postings, wie das funktioniert und wie das geht, weil er hat es im ersten Moment nicht gesehen. Und für mich ist das eigentlich ein interessanter Punkt. Ich habe dann mal in die Statistiken reingeguckt und war überaus erstaunt, welche Zugriffe ich auf Xing habe. Und das ist ein wirklich sehr interessanter Kanal für den Business-to-Business-Kontakt, wenn es um das Content-Marketing geht. Also für den einen oder anderen, den ich weiß, was Xing ist ein Business-Netzwerk. Ich nenne es mir jetzt, und da tue ich Xing mit Sicherheit und allen anderen ein bisschen weh, das ist so Facebook fürs Business. Es ist schon ein bisschen was anderes. Das heißt, dort kann man sich eintragen, kostet im ersten Moment auch nichts und kann sein Profil dort reinstellen. Und das ist halt interessant auch für das Thema Bewerbungsverfahren, Darstellung der Vita etc. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wie das die Business Networks, es gibt noch ein anderes, das ist noch größer weltweit, das ist LinkedIn. Gibt es die Möglichkeit, seine Neuigkeiten dieser Community mitzuteilen. Das heißt, Community bedeutet, ich kann mich auf Xing, genauso wie ich das vielleicht von Facebook kenne oder auch von Twitter, kann ich mich befreunden mit entsprechenden Personen und oder anhängen und kontaktieren. Und jeder hat halt so eine Anzahl von Personen, die an einem dranhängen. Das sind ein paar hundert, das sind vielleicht ein paar tausend. Das kommt eben auf die jeweilige Person an. Und wenn man etwas Neues mitzuteilen hat, kann man das über ein Newsfeed, kann man das mitteilen. Das geht relativ einfach, nämlich wenn man auf die Startseite von Xing geht, gibt es dort die Möglichkeit, einen Link zu setzen oder einen Text einzutragen und das allen möglichen Menschen, die einem da sozusagen mit einem vernetzt sind oder folgen, mitzuteilen. Die sehen das dann wieder in dem Newsfeed und das sieht dann eben so aus, wie ich das jeden Morgen so zwischen 8 und 8.30 Uhr bei Xing mache. Mit den Videos, die jeden Tag laufen. So,
So, und das hatte der Tobias Brandt halt gesehen und da habe ich ihm doch natürlich gerne geholfen. Hintergrund ist der, er will selber ein bisschen auch News verteilen, nämlich für ein Seminar. Machen wir hier auch gleich kurz ein bisschen Werbung zu. Seminar für das Thema E-Vergabe, elektronische Vergabe von Aufträgen, Ausschreibungen in der Kommune etc. Ich setze hier einfach mal den Link rein. Und ich hatte das mit Xing schon mal auf dem Schirm und hatte das auch gesehen und habe vorhin mal in die aktuellen Zahlen vom YouTube-Kanal reingeschaut. Und wenn man sich den mal genauer anguckt, den entsprechenden Analytics-Bereich, dann sieht man doch tatsächlich bei mir, dass die Zugriffe bei 9% aus dem Bereich Xing liegen. Das ist überaus interessant, auch wenn man sich den Anteil an Minuten ansieht. Und von daher gilt da eigentlich die Aussage nicht, Xing bringt nichts. Ja? Es sind 9% Zugriffe, die mir de facto einfach fehlen würden. Das ist einfach jetzt mal die quantitative Aussage. Viel interessanter finde ich aber noch den qualitativen Aspekt. Warum qualitativer Aspekt? Ich habe eine gewisse Anzahl von Netzwerkpartnern innerhalb von Xing, die mir folgen und die mich auch persönlich kennen. Und das ist natürlich ein überaus interessanter Ansatz, weil zu diesen Personen habe ich einen direkten Bezug, geschäftlich, persönlich, wie auch immer der Kontakt damals entstanden ist. Und von denen geht eine gewisse Anzahl mit einer gewissen Abrufrate, mit einer gewissen Anzahl von Schauminuten in die YouTube-Videos rein. Und das ist total interessant, weil ich dort ziemlich direkt solche Personen erreiche. Ja, das wäre jetzt schon fast, als wenn ich jemanden mit dem Telefon kontaktiere. Und von daher ist Xing für das Online- und Content-Marketing überaus interessant, wenn man jetzt in dem Bereich Business-to-Business, also reine Geschäftskontakte, denkt. Für andere Geschäftsfelder kann das wieder Facebook sein, kann das vielleicht auch Twitter sein. Und wenn man jetzt noch international denkt, so weit bin ich ja noch gar nicht, das kommt irgendwann auch noch, das ist der nächste große Schritt, aber jetzt machen wir erstmal bis Ende des Jahres 130 Videos. Meine lieben Freunde, ich sage euch was, 130 Videos, ein dickes, dickes Brett. Wenn ich dann noch nach international denke und das auf LinkedIn dann auch noch in englischer Sprache bringe, weil dann geht es noch sogar in die gesamte Community, da gibt es noch einen anderen Newsfeed, dann ist das ein überaus interessanter Ansatz. Und von daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, guckt euch mal Xing an unter diesem Aspekt. Man braucht noch nicht mal den Premium-Account dafür, für den man bezahlt. Das geht auch in der kostenfreien Version. Und von daher dann auf die Zahlen gucken innerhalb von YouTube und den Analytics und da entsprechend auch sein Marketing so ein bisschen steuern. Ich habe direkt noch eine andere Krücke gesehen, aber da mache ich ein eigenes Video drüber, sobald ich da mal ein paar Zahlen habe. Das ist auch noch ein großer Berg Arbeit, der bei diesem ganzen YouTube-Engagement dahinter steckt. Ja, und morgen steigen wir dann richtig ein bisschen mehr in die Begleitung im Vlog ein über den Tag. Das war heute wieder ein bisschen schwierig, weil heute war so viel langweiliger Papierkram und das irgendwie mitzufilmen, das reißt einen echt keinen vom Hocker und ich will ja auch gewisse Mehrwerte bieten. Also viel Erfolg mit dem Content Marketing und bis morgen. Da willst du einmal was alleine drehen und dann ist der Parkplatz rappelsvoll. Guck's dir an. Autos, Leute. Aber er ist trotzdem ziemlich leer und es wird einem auch enorm schwindelig.